Hallo und WB Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Pokémon Reborn. Letztes Mal haben wir eine Razzia veranstaltet und die ist noch nicht vorbei. Jetzt geht's weiter. Kane ist so cool. Kane geht ab. Wie haben sie die denn eingesperrt? It's cool, it's not like I want you to let me go or anything. Just keep on staring at me. Yeah, like that. Good. Hab's geöffnet. You guys actually pulled through. Of course we did. You already doubted us. You don't want me to answer that. Hey, we are good. Me and my friends are gonna do it right. You'll never see us run away from a fight. You're saying at a time like this? Yep. You're a regular Disney prince, aren't you? Oh, what the fuck. Someday my prince will come and sweep me away. Charlotte, dear, buy my print, be my print. That's, yeah, right, like I would. This guy's good. You don't know the half of it, but even I have standards. Get out of here. Phew, good job, Nidoking. Return. I'm just gonna take a little break now. Well, that's all good and well, but I still need my cigarettes. Richtige Raucherin. The storage room is down the way. We're gonna need to take a break in. For drugs? Really good influence you're taking on the kids here. Don't sass me, princess. I was kidding about those, our Pokemon being kept in there. That's important. Okay, are you ready, Shia? Na klar. Hallo. Stabby, 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 forget, hä? You are scary. Ja, deswegen ist er ja auch da eingesperrt. You're not getting those Pokemon back. This arena's off limits. Ich bekomme das zurück, was ich möchte. Punkt 1. Und wenn ich da was möchte, möchte ich das auch. Kling und Elegym. Habe ich wenigstens Silberwind für Elegym. Mein Feuer-Pokémon ist momentan ja echt useless. Oder ich gebe ihm wieder die Bäre, der ihn ein Level zurücksetzt. Dafür ist das nämlich da. Ich glaube, das habe ich schon mal erklärt. Aber das kann halt echt den Arsch retten. Psybeam. Baum, 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 baum. Ich nehme das alles hintereinander auf, ne? Deswegen müsst ihr nicht euch wundern. Das Projekt so lange noch nicht weitergeht. Also das Neue. Es kommt auf jeden Fall wieder ein neues. Eigentlich müsste ich auch erstmal, ne, wenn wir ehrlich sind, Pokémon Reborn zu Ende spielen. Aber Pokémon Reborn dauert so lange, dass das so immer zwischen den Projekten gespielt wird, würde ich sagen. Es sei denn, ihr wollt das erst zu Ende sehen. Aber ein neuer Anfang ist immer schön. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Erstmal klingt ein Schläfer. Ich mein Klang. Klingklang. Wir machen keinen Schaden. Das heißt, ich bin Sugar Soldier ist dort. Sugar Soldier ist dort. Wir nehmen Bass Hunter. Bass Hunter ist weil es weiblich. Und dann Rocksmash, würde ich sagen. Ja, das war auf den hier. Schön, dass ich als letzter dran bin und schön, dass das so viel Schaden macht. Ja, habe ich was anderes von Rocksmash erwartet? Nicht wirklich. Ist ja keine One-Hit-Attacke. Rocksmash ist ja einfach einer der schlechtesten Attacken überhaupt. Ach was. Fucking Scissor kann auch Rocksmash und One-Hittet damit. Was mache ich? Sterben. Gut gemacht, Wasserhandel. Bist eine große Hilfe. Du, 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 du.
Natürlich fange ich hier auf Pokémon, deswegen, ihr dürft auch immer gerne Namen da lassen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit immer nicht so hoch, dass ich überhaupt mein Pokémon wechsle. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass mein momentanes Team mir nicht ausreicht. Da kommt wahrscheinlich echt noch was. Okay, töte halt alleine. Mach halt alles alleine. Hauptsache, ich hab deinen Orden. Alright, open the storage. I'll have she a tear you to the pieces. Yeah, it's okay. How gracious, four sets of Pokemon lined up. Charlotta, Anil, Noen, and oh Heather. I'll just be taking these. And the attractive looking pack of six. Hello, sexy. And finally, one private office key. Check. Alright, I'm good. Let's grab the girl and get out. I'll unlock the office door and give them to Inspector Staff. Just meet upstairs after you deactivate the gate. Okay. Welches? Wie denn? Bin verwirrt. Sie hat mir nicht gesagt, was ich machen soll. Wahrscheinlich nichts. Komm mit, wir gehen hoch. I'm sorry, macht nichts. But yet, bin da. I thought you were going to unlock the gate from his office. Ach so. Ich rotz. Muss in sein Office rein. Ja, das dachte ich auch, dass ich das mache, aber ich habe das nicht mitgekriegt, weil ich nie zuhöre. Immerhin läuft mir ein Mädchen hinterher. Ich bin selber eins, ne, lol. Schlecht umgesetzt. Hallo. Hab gehört, sein Office. Hab gehört, die Tür ist nicht mehr geschlossen. Kann ich jetzt hier raus? Ne, kann ich nicht. Das ist schlecht. Okay, die glitscht sich hier so rum. Razzia in einem komischen Versuchslabor. War die erste Folge von diesen Aufnahmen, nenne ich Kindesmissbrauch. Oder, nee, lieber nicht. Freunde muss man haben. Oha, die sind schon alle direkt vorgegangen. Heather! And the last guy's arrived. Well, it's party now. Doctor, what do you think? Have you a diagnosis for your situation? I think I do. Royally fucked. Cute, have you had your fun, Charlotte? We can deal with your incest habit of acting out of any intention in your own session. This is Heather's session. Presently, and you're interrupting it. Sorry, Doctor, I'm afraid we're Mr. Mark. This was never be play. We're here for the girl. Let her go right now. You're just a little bit outnumbered, Dr. Geezer. I think you should probably just fold. There's a little point in denying that, but I would ask you to question if your imparts and wild charades are truly the best thing of this girl. They're better than lighting her up like a Christmas tree. Now let her go, okay? Please let her go. Oh, die hatten wohl Nona, ich nicht. Let the girl go, Doctor, or I'll... Whoa, you don't have to burn the guy. That's the real reason I wanted my cigarettes. I haven't urged to leave a scar like that for so long. Don't you dare to feel sorry for him either. He's left far worse scars on both my sister and I. Enough. I care little for this power struggle. Have it your way, take the girl. Heather, are you okay? I should prepare also mention that I have already contacted the authorities about this little incident. You will shortly be arrested. Well, we got Heather. In that case, I say we get out of her pronto. Okay, let's go quickly. Shia, come on. You're such a slowpoke. You could almost even be a slow bro, no, a slow king. Everybody's gonna meet up on the Opal Bridge.
You know where the train tracks turn off into the underground. Come quickly, okay? Wir machen jetzt Underground Business, oder was? Erstmal wieder auf mein Fahrrad steigen. Erstmal wieder shoppen gehen. Ich meine nicht shoppen gehen, sondern... Oh, shoppen gehen wäre auch nicht so eine schlechte Idee. Gibt's hier einen Shop? Matt, ich wollte da nicht rein. What the fuck? Okay. Gab's hier einen? Ja, hier. Kann ich hier Supertränke kaufen? Kann ich. Und zwar 14 Stück, bitte. Da war ja was, ne? Man hat ja echt wenig Geld. Also under the Opal Bridge mieten wir. Da komme ich hin. Schön, dass wir auch endlich vorankommen. Ich weiß gar nicht, wieso ich ja wegen Pokémon Glaze, glaube ich. Wollte Pokémon Glaze zu Ende bringen. Das ist jetzt Opal Bridge? Ne, ist Opal Ward. Aber Opal Bridge ist ja auch irgendwo. Dun, 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 dun. Lass mich durch, es ist wichtig. Ich muss den Fahrtwind genießen. Brumm, brumm. Opal Ward. There you are, come on this way. Ich bin unterwegs, Mann. Chill. Oh, was geht hier so? Hier gibt's nichts. There you are, so look, we need a plan. The police are going... This police. Ne, nicht this police, this police. Are going to be locked for us. They probably know we are going to try and escape the city, so exists will be sealed. But this tunnel happens to run underneath the city and comes out right in the Cresselia region. And it's just so happened my sister have a horse. How? What the fuck? Ja, meine Schwester hat da ein Pferd. Kein Haus, ein Pferd. We can lay low there until things cool down. Of course, that means something our way through here. I think I leave this bit to you, Shire. Kein Problem. Voll cool, ey. Wir sind voll die Gang. Ach was, wildes Pokémon. Ah, das gute Neubad. Great, onward then. Me would go to the rail net, Charlotte. I already know you better than you know yourself. Excuse me, Doctor. I'm a huge fan of your work on ECT. I found it very useful in my operations. Doctor, I understand that you've lost something. I believe we can be of some benefit to each other. Richtig verrückter Typ, wie der redet. Hier war ich doch schon mal unten drin. Ging's dann denn hier nicht weiter? 31 plötzlich, okay. Ja, hier. Wie langsam das auch tauscht. Bass Huntress muss nach vorne, der braucht Level. Stärke habe ich da noch nicht. Ach, fuck. Zwubet, Zwubet. Bit. Boing. Kann er zielen, was er will. Sollte ich zu dem Zeitpunkt schon Stärke haben? Nein, hier. Ah, hier geht's jetzt weiter, okay. Oh, come on, turn on already. Ach, the only way through pass is through the store, and the computer won't even turn on to open it. What is it for anyway? I think I know. I think that's the basement of the old Jureji building. I read that they used to use it to import resources via the rail, so they had it run right through their HQ. They used to be economic counters of the Reborn, but the earthquakes happened and they were destroyed. They also mentioned the city electricity, so
That went down too, and then the entire city shut down until army restarted, right? So then it won't open because it's probably still hooked up to the old power plant. Old power plant? Wait a second. That's where Mr. Shadow lives. I bet if someone went up there and asked him to turn it back on, he would. Wait, you mean Shade? The creepy looking... Is he even a human? Who knows? Really super nice though. Never speaks, how would you know that? I just do, hey. He's also a reborn gym leader. Shea, I know. Wow, wir kriegen mal wieder einen Arena-Leiter. You should go up to the old power plant and ask Mr. Shadow to turn back on and to fight him. Oh, that's the place across Barry Bridge, isn't it? I never Nostra tell him to unlock the door, so go quickly, okay? Okay. Arena-Leiter verkloppen. Das ist doch meine Lieblingsspezialität. Wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Aber auf jeden Fall in naher Zukunft. Jetzt 5. Ja, Leute, ich möchte nicht gegen Neubats kämpfen auf Level 6. Pass auf, ich komme dann wieder. Und dann sind die alle weg. Weil der Typ genau wusste, wo die hingehen. Was anstrengend ist, dass man hier die ganze Zeit rumfahren muss. Gut, dass ich ein Fahrrad habe, sonst wird das echt lange dauern. Vor allem, weil ich nicht mehr weiß, wie man läuft. Vor allem, weil ich diese scheiß Wege hier nicht kenne. Was ist das auch für eine verkackte Stadt, ganz ehrlich. Hier bringen sich auch ständig Leute um. Das ist falsch. Oder? Oder ist das richtig? Nee, das kann richtig sein. Ja, das ist richtig. Muss ich geradeaus. Sorry, Mann! Kann ich auch nicht schnell genug muten. Nicht, dass ich es versucht hätte. Aber, nee, klappt nicht. Hello! Jetzt ist die plötzlich offen. Das ist ja wohl ein Witz. Creepy Musik. Ach, dein Ernst? Ich sehe nichts. Ich muss warten, bis das Licht nochmal kurz angeht. Ihr dürftet jetzt gar nichts erkennen. Ich erkenne wenigstens ein paar Umrisse. Ja, hallo. Was soll das? Was? Magnetilo? Okay, was geht hier eigentlich ab? Richtige abgefuckte Musik. Ganz ehrlich, diese Musik ist hart abgefuckt. Warte mal, muss ich herausfinden, welche Knöpfe ich drücke und habe jetzt durch Zufall den richtigen erwischt? Oh cool, jetzt ist die Musik weg. Also ich verstehe die Arena nicht. Ist echt creepy, diese Arena. Achso! Leute fallen einfach auseinander. Und, ah, das sind einfach wilde Pokémon hier in der Arena. Oh, cool! Ein Duskar. Gut, dass ich Biss hab. Also, ist das... Darkness Arena Leiter? Kann ich davon ausgehen? Oder mehr so... nicht. Geist? Hä? Wie geht's jetzt hier weiter? Wenn die Tür locked ist? Oh, ja, Mask. Wäre schon eine Überlegung, das zu fangen.
Ja, setz halt Curse ein, Idiot. Ich glaube, um die Arena kümmern wir uns nächste Folge. Ja, das machen wir. Also bis dahin, Leute. Bleibt immer schön gruselig.